schon mitten in Berlin. Anfahrt zur Mary Jane. Und schauen wir mal, was da los ist. Ob wir da einen Parkplatz kriegen. Ist ja in Berlin nicht so einfach. Da sollte man am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Roller kommen. Aber wir schauen jetzt mal, was da los ist. Und dann gehen wir mal auf die Messe, ne? Und schauen wir mal, was da los ist. Also, viel Spaß! Wunderschön, ich begrüße euch an diesem Freitag aus Berlin von der Mary Jane 2021. Ja, sie findet statt, so sieht's aus, auch wenn nicht bei tollstem Wetter, aber sehen wir drüber hinweg. Auf jeden Fall ist schon ganz gut besucht, vor der Tür stehen schon gut Schlangen, es wird natürlich kontrolliert, die 3G-Regel gilt und aber die Leute sind schon zahlreich hier und es macht schon Spaß, man kann schon Musik hören und man kann auch schon so ein bisschen die Aussicht genießen. Ja, es sind schon einige Stände da und heute Abend geht es natürlich auch aufs Boot, wo ein bisschen Musik gespielt wird. Die Mama Ganja legt auf und ich weiß jetzt gar nicht, wer noch alles. Und ja, dabei wünsche ich euch viel Spaß. Nämlich hier, Messe ist ja immer total langweilig, ne, wisst ihr ja, aber ich finde hier diesen Stand, der hat von mir eine Auszeichnung gekriegt, auch schon wegen dem Namen, ne? Love Mary Like Joanna, kompliziert, aber gut. Hi Marc, hallo Jungs, ich bin hier stehen geblieben, finde ich coole Sachen, was ihr macht, so irgendwie so ein bisschen was Besonderes und was Besonderes gefällt mir immer. Hallo Marc. Vielen Dank. Du musst ein bisschen ins Mikrofon sprechen, weil wir so laut sind. Wir kriegen das schon hin. Erzähl mal, wir sind ja, oder was ist euer besonderes Prädikat hier oder warum steht ihr hier eigentlich? Also bei uns hat eigentlich alles mit der Frage irgendwann begonnen, wo bewahren eigentlich die Leute ihr Gras halt auf? Und unsere Geschichte ist eigentlich so ein bisschen, wir hatten halt beide selber uns erstmal überlegt, okay, wo machen wir es halt selber? Er zum Beispiel Opas alte Pfeifenbox, ich hatte es immer so in einer shady Dose einfach und dann haben wir uns überlegt, okay, es gibt halt nicht wirklich so ein schönes Objekt oder schönes Produkt, besser gesagt, wo man das eigentlich schön aufbewahren kann. Und dann haben wir halt uns überlegt, okay, woher kommt das so ein bisschen? Cannabis-Historie, diese Apotheker-Story dahinter.
Genau. Schönes Apothekerglas. Und es muss halt auch nicht nur schön aussehen, sondern muss halt auch einen gewissen funktionellen Wert haben. Dass man quasi wie so einen gläsernen Humidor, wie man das vielleicht auch von Zigarrenhumidoren hat. Ach so, das heißt, du kannst also praktisch das Gras, kannst du direkt die Luftfeuchtigkeit, ohne da irgendwie zusätzlich was drin haben, zeig das mal in der Kamera, genau. Kann man das also messen direkt. Genau, du misst halt quasi, unten packst du am besten so ein Boveda oder Integra-Bike einfach rein, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Du hast halt den Hygrometer, dass du immer kontrollieren kannst, wie die Luftfeuchtigkeit halt gerade in dem Glas halt ist. Da musst du halt nicht immer das ganze Zeug halt rauskippen, nachfühlen, wie das Boveda-Pack halt gerade ist. Und du hast halt quasi wie so einen schicken Zigarrenhumidor, nur halt für Cannabis. Der Vorteil bei dem Glas, Entschuldigung, ist einfach noch, dass wir quasi so eine Art Violettglas haben. Das heißt, dieses Violettglas hat einfach einen kompletten UV-Lichtschutzfaktor, eignet sich so perfekt, um, sage ich mal, Cannabisblüten zu konservieren oder auch Warum? Zu fermentieren. Warum? Weil du quasi während, also nach dem Ernteprozess, wenn du die Blüten getrocknet hast, dass du die Blüten quasi in ein Glas gibst, keinen UV-Lichtschutzfaktor hast, dass quasi diese chemischen Prozesse einfach in der THC-Blüte für sich nachreifen können. Da kommt dann wirklich immer so dieser Feinschliff in den Geschmack halt einfach rein. Und das ist halt dafür perfekt. Mhm. Das ist die Zeit, die ihr euch nehmen müsst, die meisten nicht haben. Richtig. Deswegen wird es dann nicht schön aromatisch oder schmeckt oder riecht gut und das kann man in den Gläsern halt gut erreichen. Und sie sehen auch noch geil aus, finde ich. Und sie haben auch noch geile Gimmicks dazu, so geile Bretter zum Beispiel mit Epoxidharz und schön gemacht, finde ich. Ja, direkt mit einer Waage eingebaut, also auch der kleine Hobbydealer findet hier seinen Spaß. Und insgesamt finde ich das ein schönes Produkt. Auch ich stehe ja sowieso immer was, wenn Natur mit dabei ist oder wenn es halt irgendwo nachhaltig ist. Bis auf die Waage. Auch hier übrigens die Purpfeife finde ich ganz lustig. Ist gar nicht von euch, aber auch ein ganz ein schönes Utensilchen. In diesem Sinne, vielen Dank und ich wünsche euch einen guten Umsatz hier. Ja? Sag mal eure Seite, wie heißt denn die? LoveMaryLikeJoanna.eu. Könnt ihr ganz normal shoppen, einkaufen. Ansonsten, wenn ihr sonst Fragen habt, einfach immer auf uns zukommen über Instagram oder Webseite, E-Mail. Wir haben ein offenes Ohr. Viel Spaß noch. Vielen Dank. Viel Spaß euch auf jeden Fall. Jetzt stehen wir hier schon bei Sunlight. Martin, schön, dass du mal kurz Zeit hast. Hey, 2 Jahre haben wir uns jetzt nicht gesehen, oder? 2 Jahre, ja. 2 Jahre. Hast du jetzt 2 Jahre an der neuen Lampe entwickelt? Oder? Fast so, ja, zu Hause im Kämmerchen. Nee, aber fette Dinger, sehe ich da. Ja? Also ist ja, definitiv. Da hat sich wieder ordentlich was bewegt. Nicht nur in der Größe, sondern auch, was das Ding kann. Da ist das jetzt die größte, die du hast? Also ist das jetzt ein Flaggschiff oder so? Genau, das ist die 5150. Wir haben jetzt auch ordentliche Setups für das 150x150er Zelt. Oder? Prinzipiell mal 3 Leistungsklassen. Evo 3, Evo 4, Evo 5 mit 190, 250 und 320 Watt. Die Evo 5 hier mit 150er Länge bzw. optimiert auf 150er Zelttiefen sozusagen. Oder? Und über die Anzahl der Leuchten kannst du die Intensität machen und das ja, kann man als Flaggschiff bezeichnen. Aber dafür brauchst du jetzt schon, also sieht man vielleicht auf der Kamera nicht, die sind fast 1,50 Meter, oder? Die sind ja, ich glaube, 1,30 circa lang. Ja. Okay. Genau.
Hast du jetzt an dem Chip, an der LED, an dem Lichtspektrum ist da was verändert oder an was hast du eher getüftelt oder was verändert? Also was wir halt jetzt haben, wir haben alles nochmal von null weg aufgerollt. Wir hatten Zeit, also haben wir gesagt, okay, wir übernehmen nichts von früher, wir hinterfragen alles, was wir früher gemacht haben und fangen nochmal komplett von vorne an. Das heißt, wir haben von der High-Power-Technologie auf Mid-Power-Technologie geschwenkt. Also es sind jetzt nicht mehr alles Osram-LEDs, es sind Seol-LEDs, was meiner Meinung nach die besten am Markt sind im Moment, in Kombination mit Osram-High-Power-LEDs. Das bringt uns mehr Effizienz. Und was es uns auch bringt, also wir haben am Lichtspektrum gefeilt, weil wir nun effizientere weiße LEDs haben. Jetzt haben wir ein Lichtspektrum, das für sehr hohe Lichtintensitäten ausgelegt ist. Also du kannst jetzt mit der Q-Serie, war so bei 800 Mikromol, einfach Ende der Fahnenstange, mehr hat die Pflanze mit dem Spektrum kaum aufnehmen können. Oder es war halt sehr, sehr kritisch, damit zu arbeiten. Da mit solchen Setups, also unsere Standardempfehlungen sind jetzt schon 900 Mikromol, da geht schon ordentlich was ab. Und du kannst mit dem Spektrum auch bis 1100 Mikromol hoch, ohne CO2. Und das macht dann richtig Spaß. Ich muss dich jetzt unterbrechen, weil das wäre nämlich meine fast nächste Frage schon gewesen. Man hört schon so, ja, am Anfang hat er gesagt, Q-Serie, man kann immer erweitern. Und jetzt macht er doch eine neue Serie. Sind natürlich die einen vielleicht so ein bisschen angefressen. Aber ich denke, man muss aber auch verstehen, dass man irgendwann vielleicht mal ansteht. Und dann, oder wie, warum muss man eine neue Serie machen dann? Genau so ist es. Also irgendwann steht man an, oder? Und der Trend hat sich halt weg von der High-Power-LED entwickelt, oder? Man muss aus Kostengründen Richtung Mid-Power gehen, man muss auf Effizienzgründen Richtung Mid-Power gehen, man muss es auch top schützen. Also, oder? In dem Moment, wo ich Mid-Power-LEDs verbaue, die sind recht empfindliche Teile. Das heißt, ich habe da jetzt mit der Evo-Serie alles verklebt, das heißt, es ist hermetisch abgelichtet, das wäre mit der Q-Serie einfach nicht gegangen, beziehungsweise hätte es nicht den Vorteil gebracht. Was wir aber anbieten, wir bieten ja das Upgrade-Service trotzdem an. Das heißt, du kannst Q-Serie Generation 1 oder Generation 2 beim Händler deines Vertrauens abgeben, bekommst einen Discount bis zu 30% auf die Leuchte und kannst dann eigentlich verbilligt die Evo-Serie mitnehmen. Mit den alten Q-Serien bauen wir Q1 als Refurbished-Version, also die ganz kleinen Module, die es dann zukünftig gebraucht am Markt geben wird. Okay. Einfach aus ökologischer Sicht interessant. Ja, schön. Oder es geht zum Verwerter, der bei uns um die Ecke ist, der schmilzt es wirklich, ich glaube, 20, 30 Kilometer von uns entfernt, wird es eingeschmolzen und tatsächlich die Schienen für die Evo-Serie bei uns in der Nähe wieder aus dem alten Zeug rausgepresst. Oder? Ja, schön. Ja, ist ja heute auch immer wichtig, ne? Ein bisschen ökologisch zu denken. Genau, wir versuchen da so ökologisch wie möglich zu denken. Die 30%, die sind halt spannend. Was wir aber auch betonen möchten, ist, also es macht keinen Sinn, jede Generation neu zu kaufen. Also wir sagen immer, okay, also die Leuchte hält ja eigentlich ewig. Wir haben Lebensdauer von 90.000 Stunden plus. Ja. Aber, sag mal, die Technik hat sich weiterentwickelt. Spannend ist es jetzt von der Q-Serie der ersten Generation auf die Evo-Serie sozusagen upgraden. Da sieht man wirklich einen großen Unterschied. Von der zweiten Generation auf die aktuelle Evo-Serie kann man machen, ist aber dann auch nicht so kostentechnisch gar nicht so lukrativ. Und auch vom Output her. Also aber sind die jetzt untereinander, zum Beispiel jetzt könnte ich die mit dem anderen kombinieren? Schon. Kannst du kombinieren, ja. Kannst du kombinieren, ist aber natürlich Lichtverteilung, Spektrum, alles ein bisschen unterschiedlich. Es geht generell, aber man kann es natürlich in der Kombination nichts an Optimum treiben. Weil die natürlich alle eine andere Ausleuchtung, ein anderes Spektrum haben, kann man dann natürlich sagen, außer man hat wirklich verschiedene Pflanzen drin, wo man sagt, die einen brauchen vielleicht weniger und die anderen mehr Licht oder so, da macht es vielleicht Sinn. Ne? Aber genau, oder? Das ist ja auch der Vorteil vom modularen System. Oder? Wenn ich jetzt sage, ich habe da zwei Strains drin stehen, oder? Dann kann ich mit unserem System auch unterschiedlich hohe Pflanzen problemlos optimal belichten, weil ich immer mehrere Leuchten habe. Ich habe eine sehr diffuse Lichtverteilung. Das heißt, diese Leuchte leuchtet eigentlich fast bis ins Eck rüber und die andere bis in das Eck. Genau. Das heißt, das Licht kommt von allen Seiten auf die Pflanze. Ich erreiche mehr Blätter, ich optimiere sozusagen die Photosyntheseleistung. Und was noch ganz cool ist, gerade Aktivkohlefilter und solche Sachen, kann ich oben positionieren zwischen den Leuchten. Oder? Und dann verliere ich eigentlich auch gar keine Höhe. Hast du da mehr Rotlichtanteil jetzt drin? Weniger. Okay. Ja, also wir haben im Grün ordentlich zugelegt und Rot ein bisschen reduziert. Jetzt nicht dramatisch reduziert, aber schon ein bisschen rausgenommen,
Und der höhere Grünanteil und niedrige Rotanteil führt eben dazu, dass sie die Pflanzen härter belichten kann, sagen wir mal. So, jetzt gibt es aber noch, bevor wir den ganzen Tag noch reden, er muss ja arbeiten auch noch. du hast denn, also die kann man jetzt sogar auch per Bluetooth bedienen? Oder, Genau, ja. Kann man per Bluetooth, also prinzipiell die Leuchten kommen bei uns nach wie vor eigentlich ohne Dimmer. Das hat einfach den Grund, die kommt so. Jetzt kann ich. Also das sind hier die Dimmer übrigens, ne? Genau, ja. Und die Leuchte, die kommt dann im Prinzip so angeliefert zum Kunden. Jetzt kann sich der Kunde im Prinzip zwischen drei Optionen entscheiden. Entweder er geht da mit einer Steuerung dran, Trollmaster, Grow Control, funktioniert ja alles wunderbar. Wir bieten da auch Adapter an, die, wenn nicht der passende Adapter auf der Webpage ist, einfach anfragen bei uns. Die machen wir teilweise auch individuell für jeden Kunden. Okay. Oder er macht einen Magnetdimmer, der schaut eigentlich gleich aus wie der. Und den mit Magnetschlüssel kann er dimmen. Wir verwenden so wie bei der anderen, ne? So wie bei der alten, genau. Wir verwenden da absichtlich keine Potentiometer, weil die Potentiometer mit Feuchtigkeit halt nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Verstehe. Und jetzt neu, der Bluetooth-Dimmer, der ist sowohl für die Q-Serie, der zweiten Generation, erhältlich und auch für die Evo-Serie. Da kann ich im Prinzip über das Bluetooth-Mesh-System bis zu 3000 Leuchten miteinander connecten. 3000? Also theoretisch wären es sogar 32.000, aber das konnte man noch nicht testen. Darum beschränken wir es einmal auf 3000, okay. Was auch schon sehr viel ist. Ja. Die binde ich in mein Mesh ein, da kann ich dann Gruppen bilden, wie ich will, oder? Und kann die Leuchte, aber das geht denn nur bei der Evo-Serie, auch bis auf 0 dimmen. Wir haben jetzt da am Messestand alle Leuchten in einer Gruppe, eine große Gruppe. Die kann ich jetzt komplett so kontrollieren. Dunkel! Und habe dann aber auch zum Beispiel dieses Zelt als einzelne Gruppe angelegt. Ja. Die kann ich benennen, wie ich will, kann da hoch und runter dimmen. Okay. Kann dann aber auch die Gruppe öffnen und komme immer wieder auch zu meiner einzelnen Leuchte zurück. Okay, aber also baue mir eigentlich das System. Das ist geil. Du kannst also deinen ganzen Grow-Raum steuern, nur ein Zelt steuern oder wirklich eine einzelne Lampe steuern. Ja, schon recht geil. Ja. Und da sollen noch Futures dabei kommen, hast du gesagt. Ne? Genau, da kommen, es wird natürlich ständig weiterentwickelt. Für uns ist die Softwarewelt auch eine neue Welt, oder? Wir entwickeln jetzt momentan eine Tagesverlaufsteuerung. Das heißt, über 12 Stützstellen kann der Kunde eigentlich jedes Lichtszenario fahren, was er will. Zum Beispiel startet bei 0 am Morgen, fährt dann einen Sonnenaufgang bis 80%, hält es über eine Stunde. Simuliert in einer Wolke und simuliert in irgendwann einen Sonnenuntergang. Kann man machen, ja. Also noch nicht, aber circa zu Weihnachten soll das online sein und ist dann einfach über den App Store gratis upgradebar. Es gibt ja da nur ein Update und damit hat sich das dann. Aber super, super Sache auf jeden Fall. Ja, und das Geilste an der ganzen Sache finde ich, sie sind nicht nur besser, effizienter und leistungsfähiger, sondern die sind auch noch günstiger geworden, ne? Ja, genau. Also wir haben sehr viel investiert, um den Preis zu senken. Was haben wir da gemacht? Wir sind weg vom Schrauben hin zum Kleben, haben da wirklich sehr, sehr einen hohen Betrag in eine automatisierte Anlage. Also sprich, das Modul wird eigentlich von Robotern gebaut mittlerweile. Oder? Durch das konnte man Kosten senken, aber vor allem durch das Weglassen der Schrauben. Also gar nicht die Arbeitszeit, die wir einsparen, sondern die Technologie, die wir verwenden, bringt uns nicht nur einen besseren Schutz der LEDs, sondern es bringt uns günstigere Herstellungskosten und die geben wir auch gerne den Kunden weiter. Ja, schön. Schön, also man macht sich nicht mehr die Taschen voll, sondern kann praktisch den günstigen Preis an die Kunden weitergeben. Also Leute, schaut auf jeden Fall jetzt bei Sunlight rein, schaut euch die neuen Flaggschiffe an. Gibt es natürlich auch in kleinerer Version. Ihr werdet jetzt noch mal ein paar Bilder eingeblendet bekommen. Wie nennt sich jetzt? Das ist die Evo-Serie, ne? Oder? Das ist die Evo-Serie, ja. Und was jetzt auch mit der Evo-Serie neu gekommen ist, ist im Prinzip eine neue Webpage. Und da findet ihr auch mega spannende Blogartikel. Also wir berichten sozusagen fast live aus unseren Laboren raus. Wir haben in der Schweiz ein sehr großes Labor mit 800 Quadratmeter und haben in Österreich so 100 Quadratmeter Labörchen. Und da bringen wir Blogbeiträge aus dem Leben, aus dem Labor zum Beispiel. Und da haben wir jetzt zum Beispiel gerade ganz spannender Blogbeitrag rausgebracht, wo man sieht, jawohl, unterschiedliche Lichtintensitäten auf denselben Pflanzen, wie verhält es sich, wo ist das Optimum, warum empfehlen wir denn das, was wir empfehlen, beweisen wir sozusagen im Proof of Concept in unserem Blog.
finde ich eh schön, dass ihr auch so schön transparent seid und wirklich da über alles Auskunft gibt und das wirklich auch so haltet, wie ihr das tut. Ja, wir tun unser Bestes dafür. Ja. Also vielen Dank, Martin, für deine Zeit und viel Erfolg noch hier auf der Messe. Stand up for your rights, stand up for a fight, the fight for freedom. Stand up for your rights, stand up for a fight, the fight for freedom. I need up, stand up, yeah, I need up, stand up and fight for your rights, fight for freedom. Excuse me when I like my split. Oh, yeah, I wanna take a hit. Oh, in reality, I just can't live without taking one more split. Excuse me why I like my split. Oh, yeah, I wanna take a hit. Oh, in reality, I just can't live without taking one more split. Verkauf, dann bräuchte niemand mehr, sonst will ich gegen die dann vertrauen. Statt zu verteufeln, klären wir lieber auf. Mann, ich bin heftig motiviert, anstatt dem wir faul. Papa, fast joints in die Luft. Legalize weed. Um mich rum freut sich der Duft. Legalize weed. Papa, fast die Bombe. Legalize weed. Wegen Knollen kommen die Bullen. Marihuana. Gut so. Marihuana.